Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins und dem DLC Der Fluch der Pharaonen. Ich musste gerade echt überlegen und ich bin hier gerade wirklich ein bisschen angepisst, weil hier alle möglichen Leute versuchen, mich anzugreifen. Das nervt einfach. Also, was machen wir heute? Im letzten Part haben wir die gute Raya kennengelernt und ihr Bruder Ranifer ist gestorben, er war ein Balsamierer und von Grabräubern geschändet. Sein irdischer Körper, seine irdische Hülle ist zerstört worden. Hey, was? Und, tja, das Amulett, das ihm seine Schwester gegeben hatte, ist natürlich auch fort. Und nun machen wir die nächste Nebenquest. Wir sind jetzt im Grabmal der Nofretete. Wow. Interessant. Soldaten, genug von diesem Aberglauben über Flüche und auferstandene Pharaonen. Ihr seid keine Kinder, die noch an der Zitze der Mutter nuckeln. Also, irgendjemand mochte diesen Spruch. Genau dieser Spruch kam nämlich schon im letzten Part. Jeder meiner Männer, der diese Geschichten wiederholt, erhält 30 Peitschenhiebe und seine Weinration wird halbiert. Eure Befehle lauten einfach, die Schätze aus Nofretetes Grab zu holen, also macht das auch. Sie müssen zum Wohl unseres Ägyptens geborgen werden, statt sie dem Staub und der Vergessenheit zu überlassen. Nofretete würde mir zustimmen. Der Strategos von Jebu. Noch mehr Grabräuber. Uup, uup. Aber es erfüllt ja einen guten Zweck. Nicht wahr? So, wie komme ich denn jetzt da hinten hin? Das ist doch irgendwo hier. Die königliche Familie grüßt den wahren Gott Aton. Aton. Aha, okay, cool. Also, Grabmal von Nofretete ist auch ein Tor ins Jenseits. Dann gehen wir doch erstmal ins Jenseits, oder? Oh Gott, Creep. Müssen wir dann hier kämpfen oder wie läuft das? Bist du hochmütig, arrogant? Ein Lügner im Haus des Anubis? Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Schicksale, wenn dein verdorben ist. Gott, ist das creepy. Hey! Dein Karl lebt. Hey. Dieses Land ist für die Toten. Du hättest nicht kommen dürfen. Okay, ich muss kämpfen. Interessant. Ich weiß noch nicht so ganz, was das jetzt bedeuten hat. Ich bin ja nicht so affin mit ägyptischen Göttern etc. pp. Also wenn ihr da eine Ahnung habt, was hier gerade vor sich geht, schreibt es gerne jederzeit in die Kommentare. Wow. Das könnte auch so ein kaputtes Schiff sein hier oben. Treffen wir dann gleich auf Nofretete oder wie ist das? Was? Was? Ich weiß noch nicht so ganz. What the fuck? Die ist die Stele. Wo ist denn die Stele? Ich sehe hier keine. Warte mal, haben wir hier irgendwo Atons Aufstieg, Glücksspieler? Lange verstanden, auferstanden. Händler auf dem Markt, sprich mit den Hohepriestern. Wir gucken uns hier jetzt einfach mal um, in diesem Jenseits. Wir sehen uns hier einfach mal um. Also wir haben hier wunderschöne Felder. Senu ist sogar auch hier bei uns. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo denn die Stele ist. Da ist eine. What the fuck? Die haben Gesichter? Die Viecher haben Gesichter? LOL.
Der Horizont fällt, endlich liegt er, still, bewacht. Komm, Nefer, Neferu, Aton, nimm Geißel und Krummstab in deine Hand. Trage die Ureus-Schlange, die sich aufbäumende Kobra, und führe unsere beiden Länder. Mein Pferd kann ich hier nicht rufen. Kann man hier auch... Oh, es gibt eine Map hier. Man kann das gesamte Jenseits nochmal durchforsten. Müssen wir sogar hierher? Kann das sein? Er muss ja irgendwo hier sein, theoretisch, oder? Schließlich sind wir jetzt im Jenseits. Wir gucken uns das hier mal an. Das ist ja krank, ey. What the fuck? Ich weiß nicht, was das Ganze hier zu bedeuten hat, aber ich find's geil. Nuts Geschenk. Aha. Okay, also da ist ein Schatz und da ist einer. Kämpfen hier mal gegen ein paar Leute. Dann erkunden wir heute in diesem Part einfach mal alles hier im Jenseits. Boah, ist das creepy! Also das hier sind irgendwie ganz normale Soldaten, nur halt im Jenseits und mit Masken. Und ja, sie sind auch genauso schwach wie die anderen. Da rutscht mir sogar schon vor Schreck die Kapuze runter. So, hier auf dem Schiff war doch was, oder? Da. So, nehme ich mit. Aber hier ist auch was. Scherben des Sterns. Ups. What? Hallo. Oh, normale Menschen. Seid ihr tot? LOL. LOL. Valkyrie ist begeistert. Entschuldigung, Baby. Ach, gleich mal weiter gucken. Hier sind so viele Fragezeichen. Oh, ich will da hinten hin. Da hinten ist irgendwas ganz Großes. Diese Getreidefelder, ne? Das würde ich eher mit Griechenland verbinden. Weil egal, was man guckt, so 300 oder... wie hieß dieser Film da noch? Spartacus. Da sind überall immer diese Getreidefelder. Und meistens sterben dann die Frau und das Kind bei einem Brand. Boah, ist das cool hier. Ich mag das voll. Palast der Herrin der Gnade. Nice. Hallo, Herrin der Gnade. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Woher weißt du das denn? Du bist im Jenseits, Junge. Boah, ist das cool. Ich will mir das hier mal von oben angucken. Hallo. Seid ihr alle tot? Können wir bitte sprechen? Ihr seht alle so jung aus. Hallo. Hallo, ich bin der Neue. Ich möchte mal mit irgendjemandem hier sprechen. Dann halt nicht. Ups. Dann gehe ich halt da hinten hin. Zu dem anderen Skorpion. Skorpione mögen mich. Dann mache ich einen auf Ace mit der Feuerfaust und verbrenne ihn. Sowieso der beste Charakter in One Piece. Und so kommt man von Assassin's Creed auf One Piece, indem man hier einfach in Assassin's Creed Origins durch irgendetwas durchläuft, dass das Jenseits sein soll. Ist das eine Sonnenfinsternis da hinten? LOL! Ha!
Vor allem, dass er überhaupt nichts dazu sagt. Das ist so... Boah, Mensch. Bin ich halt hier. Komische Dinger. Ich bin jetzt halt im Jenseits. Und er so, ja, voll normal. Alles normal hier. Was wolltest du gerade sagen, Hasi? Irgendwas wolltest du doch gerade sagen. Vor allem diese Schiffe. Wisst ihr, was cool wäre, wenn wir hier jetzt unseren Sohn treffen würden? Okay, da ist ein Schatz. Puff! Ja. Diese Viecher. Könnt ihr mir mal erklären, was diese Viecher sind? Ich meine, die haben ja bestimmt irgendeine Bedeutung. Das kommt mir auch mega bekannt vor. Die sehen so ein bisschen aus wie die Sphinx vom Kopf her. Nee, nicht wie die Sphinx. Warte mal, ich versuche mal näher ranzugehen. Oder wir erschießen einfach einen und dann gucken wir uns den von nahem an. So. Ja, gut. Das war eher so semi-gut. Weil ich ihn verkokelt habe. Na gut, schade. Oh, da hinten sind noch Menschen. Oder Tote. Oder Götter. Oder keine Ahnung. Aber wir sind doch hier jetzt in der Duat, oder? Boah, das wäre so witzig, wenn wir gleich bei der Nebenquest auch nochmal hier rein müssen. Weil irgendwie muss ich ja mit einem Priester sprechen gleich bei der Nebenquest, ne? Tal der Könige. Wir können jetzt... Komm, wir machen jetzt mal eben eine Schnellreise, oder? Schwur einer Schwester. Mach mal kurz eine Schnellreise, oder? Weil das sagt ja irgendwie, dass wir da hin sollen. Moment. Moment! Nee, Albtraummodus spiele ich definitiv nicht. Wie gesagt, ich will hier nichts zeigen, dass ich so mega geil drauf bin, sondern... So. Ich bin jetzt hier. Wir müssen hier auf jeden Fall, glaube ich, wieder raus. Ja. Ich glaube schon. Wir müssen hier wieder raus. Ich denke mal, dass wir schon im Laufe des Spiels nochmal wieder hier rein müssen. Warum auch immer. Ist natürlich spannend, wenn man nochmal so eine zweite Welt hat, die total abgefuckt ist. Da geht natürlich dann wieder so ein bisschen der Geist von Assassin's Creed verloren, was ich ein bisschen schade finde. Weil wenn das hier jetzt ein Drogentrip wäre, kein Ding. Aber man geht hier einfach ins Tal der Könige, in eines der Grabmäler und dann so... Ja, moin. Weiß ich nicht. Und ich meine gelesen zu haben, dass halt jedes Jenseits irgendwie anders ist auf seine Art. Also werden wir ja theoretisch überall einmal rein müssen. Anubis Schatten wurde in der Welt entfesselt. Hüte dich, denn er ist ein tödlicher Gegner und greift Bayek sofort an, wenn er ihn sieht. Oh. War das jetzt meine Schuld? War das meinetwegen? Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, aber du musst da irgendwie runter und ich habe das Gefühl, dass du hier runter musst. Oder? Geh mal hier runter, bitte. Nee, das ergibt keinen Sinn. Wie komme ich denn da hin, sag mal? Hier bin ich auf der richtigen Höhe, aber ich komme da ja nicht weiter. Valkyria ist verwirrt. Ich bin stark verwirrt. Deswegen würde ich fast sagen, ich mache einen kurzen Cut und gucke, wie ich da hinkomme.
Weinbalsamierer und Priester kümmern sich um die Tempel in der Duat. Das ist doch das Jenseits, oder nicht? Halt, nein, hier, guck mal, da geht's runter. Ich muss keinen Cut machen. Hier geht's runter. Yes! Grabmal von Tutanchamun. Nice. Das ist spannend. Preiset König Tutanchamun, der den Glauben an die wahren Götter in ganz Ägypten wiederhergestellt hat. Da war ich sogar mal in Hamburg in einer Ausstellung von Tutanchamun. Das war echt spannend. Trotz seiner jungen Jahre hat Tutanchamun, Herrscher über die beiden Länder, zu den Göttern unserer Ahnen gebetet und uns ihren Segen zurückgebracht. Möge Tutanchamuns Name lange in Erinnerung bleiben. So. Wir plündern hier mal alles, ne? Ich meine, auf der einen Seite jagen wir Grabräuber, auf der anderen Seite ja, nehmen wir halt alles mit, was wir finden können, ne? Immer diese Doppelmoral. Und dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwo Rajas Bruder finden können. Ah, guck mal, jetzt müssen wir hier nochmal in ein anderes Jenseits. Nicht in das von Nofretete. Das sieht jetzt aber irgendwie genauso aus wie das, in dem wir eben schon waren. Hast du unseren Namen missbraucht? Hohn! Hohn! Du weigerst dich zu knien? Und ehrst du auch die heiligen Riten? Hast du im Tempel gerufen, geschrien oder gemordet? Alles. Alles von dem. So. So. Halalalalala. Der macht komische Geräusche. Der macht komische Geräusche. Du bist am Ende. Gurr. Tschüss. Okay. Gucken wir hier mal. Oh ja, das sieht wirklich anders aus. Da fällt Feuer vom Himmel. Boah, wie geil. Wow. Boah, wie Hammer. Ah, da sind wieder die Viecher mit den Augen. Die Duat. Wow. Wow. Ah, zieht euch das mal rein. Das ist ja der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Wow. Wie cool. Du bist gekommen, Kämpfer des Tod. LOL. Es gibt Nebenquests in der Duat. Und Senu ist auch da. Ich werde bescheuert. Ist das cool. Was ist das? Das Totenbuch. Spruch, um jedes böse Unheil abzuwenden. Die Haare sind Nun, das Gesicht ist Reh. Die Augen sind Hathor, die Ohren sind Webwabet. Die Nase ist der Vorsteher von Letopolis. Die Lippen sind Anubis. Die Zähne sind Selket. Der Nacken ist Isis, die Göttin. Die Arme sind der Bock von Mendes, die Brust ist Neid, Herrin von Seis. Bauch und Rücken sind Seth, die Wirbelsäule ist Sachmet, der Phallus ist Osiris, das Hinterteil ist das Horusauge, die Schenkel sind Nut, die Füße sind Ptah, die Glieder sind Haar-Safes, die Finger und Knochen sind lebendige Uränen. Kein Glied ohne Gott ist an ihm, Tod ist täglich vor seinem gesamten Körper. Geil. Der Typ geht mir hier auf die Nerven. Weiter geht's. Da kommen wir gerade nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir ihn hier unten irgendwo finden können. Ein ganzer Part in der Unterwelt. Das hat doch auch was. So. 130 Meter.
Ist das der Hammer? Oh, ich glaube, hier bleiben wir erstmal ein bisschen. Was passiert, wenn ich die Dinger hier anfasse? Kann ich da raufklettern? Nee. Boah, ist das cool. Entschuldigung! Oh, fuck. Die wissen, dass ich nicht tot bin. Oh, ich habe einen Toten umgebracht. Ja. Bin böse, bin ich. Oh oh. Hallo. Die machen komische Geräusche. Ist er das? Ich glaube, das ist er. Hi. Bist du Rayas Bruder, Ranufer? Kannte ich dich, als ich noch lebte, Sani? Deine Schwester hat dir dieses Amulett gemacht. Es wurde dir im Leben gestohlen. Ich bringe es dir zurück. Anubis ließ dich passieren? Also kann mich das Amulett meiner Schwester auch hier beschützen? Mir fehlen die Worte für so ein Geschenk. Bleib gesund und stark unter dem strahlenden Licht, Ranufer. Boah, wie geil. Das ist irgendwie total genial. So diese Idee von dem Jenseits und gucken wir uns mal hier die Map an. Wow. Also ja, es ist definitiv mal was komplett anderes mal wieder. Und da unten haben wir auch wieder eine Nebenquest. Hammer. Ich bin mega begeistert gerade. Ich würde aber tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass wir die Quest hier gleich direkt im Anschluss hinkriegen. Ich finde es aber ganz cool hier, deswegen werde ich auf jeden Fall die Quest noch mit euch machen, allerdings dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und dann sehen wir uns morgen wieder in der Duat. Ich bin begeistert. Nicht vergessen, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.